Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute Insanity Meat. Ich muss euch aber vorweg eine kleine Enttäuschung machen. Ich werde zwar meine besten Versuche mit dem Video haben, aber ich habe sie halt nur hochkant und ein bisschen verwackelt. Trotzdem werde ich sie am Schluss des Videos mit einfügen. Wenn ihr aber den ganzen Wettkampf zum Beispiel von Tetzel, Leonidas und mir so ein bisschen sehen wollt, dann klickt da mal auf den Link. Ich versuche ja mal eine Infokarte einzublenden, das wird eine Premiere. Und da kommt ihr auf den Halbgott-Spiel-Kanal zu dem Video, was Tetzel gemacht hat, oder besser Marcel Kübler. Vielen Dank dafür, das ist ein geiles Video. Meistens gucke ich mir die Videos von mir selber gar nicht so gerne an, aber das ist sehr kurzweilig und macht echt Spaß. So, jetzt möchte ich natürlich noch ein paar Worte über das Insanity Meet an sich verlieren. Erstmal großes Lob an Uzi und seine Truppe. Geiles Event, mega geil. Stimmung, der Ablauf, Organisation, 3 Tage Vollgas, Hammer. Also ich meine, ich habe selber schon Wettkämpfe ausgerichtet, die einen Tag gingen und weiß, wie anstrengend das ist, was man als Vor- und Nachbereitung hat. Aber das Ganze 3 Tage in diesem Umfang zu machen, das ist mega, das ist eine Hammerleistung. Also da kann man nur klatschen und sagen, Hut ab. Vielen Dank, dass ihr dieses Event auf die Beine gestellt habt und dass es jedes Jahr wächst. Es ist genial. Und auch, wie gesagt, die Preise und das Ganze, dieses von Athleten für Athleten-Feeling hat man da wirklich zu 100%, sogar 110% mehr. Es ist so, es ist eigentlich echt schön. Man fühlt sich als Athlet auch gewürdigt und nicht nur so abgefrühstückt, so schnell, schnell durchkommen, wir müssen fertig werden. Es ist, jeder Athlet hat seine Zeit, sein Platz und kann machen und wird angefeuert und jede Leistung wird gewürdigt. Also dieses Romantische, was halt viele immer sagen beim Kraftsport, ist da wirklich zu absolut 100%. Also für alle, die Bock haben, kommt doch da mal hin. Ne, guckt, ob ihr Platz kriegt. Es ist mega. Und wenn ihr nicht teilnehmt, kommt wenigstens zugucken, denn das ist das Powerlifting-Event im Jahr. Ganz ehrlich. Da könnt ihr deutsche Meisterschaft und sowas, egal von welchem Verband, alles in der Pfeife rauchen. Da geht der Punk richtig ab. Und Preise, das ist einer, wenn ich so, mit einer der hochdotiertesten Wettkämpfe, die ich so kenne, also zumindest jetzt so im deutsch-europäischen Raum, ne, wo man auch wirklich mal was zurückbekommt und ne, auch Anerkennung für die Leistung, Sachpreise, wie gesagt, auch die Geldpreise und so weiter. Es ist mega, diese handgefertigten Medaillen, ihr habt sie auf dem Foto, auf dem Thumbnail gesehen, wo sich jedes Jahr Gedanken drüber gemacht wird, richtig schöne Medaillen für die Leute zu kreieren und zu entwerfen. Das ist mega. Aber jetzt doch kurz so im Nachgang gab es dann auch wieder so ein paar Unkenrufe und wegen manchen Athleten, die vermeintlich, sage ich mal, im BVDK nicht hätten starten dürfen und so. Aber ich sag mal so, redet das doch nicht immer schlecht, ganz ehrlich. Die Regeln bei diesem Wettkampf besagen nun mal, es reicht, wenn man nicht gesperrt ist, dann darf man starten. Klar sagen Leute, jetzt werde ich getestet, ich werde gerade nicht gesperrt werden. Ja, das ist dann aber nun mal so. Aber die Regeln sind die Regeln. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Weil die, die am lautesten schreien, sind wieder die, die von ihrem Verband verboten bekommen, dort zu starten. Aus unerfindlichen Gründen, weil es die Regeln von den Verbänden und Anti-Doping-Organisationen eigentlich zulassen, dass sie dort starten könnten. Und das ist dann, glaube ich, so eher den ihr Problem, wenn sie sich dem unterwerfen. Warum sollten sich das andere auf die Fahne schreiben? Also von daher bleibt man locker, was das angeht. Wie gesagt, das ist ein Hammer-Meet, kommt dahin. Egal, wo ihr leistungsmäßig steht, ne, ist auf jeden Fall eine Schau. Hammer. Und wie gesagt, guckt beim Halbkurzspiegel-Kanal rein. Wie gesagt, ich packe jetzt gleich noch meine 3 besten Versuche, also die Beuge. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Ha! Also ich habe in der Teamwertung haben wir den 3. Platz gemacht, das Scott's Rage Team mit Eva Scortilia und Tetzel und ich. Sehr gut fürs erste Mal so als Team heben, aber nächstes Jahr, na, wir trainieren nicht für den 2. Platz. Und das gleiche zählt natürlich auch für die Einzelwertung. Ich habe dieses Jahr den 2. Platz gemacht, konnte meine Leistung auf 895 Kilo verbessern. Das ist 32,5 Kilo mehr im Total und im Einzelnen habe ich 10 Kilo mehr gebeugt, 10 Kilo mehr gedrückt und konnte meine alte Bestleistung im Kreuzheben wieder anschließen. Der eine oder andere weiß es ja, ich habe ja letztes Jahr den Bizepsabriss gehabt. Das ist eigentlich relativ schnell verheilt, aber
psychisch, also mental war noch so eine Blockade da, die jetzt aber auch wirklich weg ist und ich bin wieder sehr sicher beim Kreuzheben, auch mit dem Kreuzgriff, von daher, jetzt kann es wieder bergauf gehen. Deswegen bin ich auch ziemlich zuversichtlich, dass beim nächsten Insanity Meet, den ich schon fest eingeplant habe, nochmal eine Schippe draufkommt. Vor allen Dingen auf der Bank. Ja, Insanity-Rekord habe ich auch ganz kurz im Total gehabt, bis dann Leonidas seinen ersten Kreuzhebeversuch gemacht hat. Schönen Dank dafür. Aber den auf der Bank konnte ich halten. 270 Kilo ist jetzt das Maß der Dinge. Aber da geht noch mehr. Bald. Und ich denke mal, die nächsten 52 Wochen, 50 Wochen bis dahin werde ich auf jeden Fall gut nutzen. Und alles rausquetschen und natürlich trotzdem ein gutes Strongman-Saison machen. Also das ist natürlich jetzt der Fokus, aber ich habe ja meinen Plan so, dass ich so 50-60% KDK trainiere und den Rest der Strongman-Disziplin. Von daher wird die Grundkraft dementsprechend auch gut werden und man darf gespannt sein, was kommt. So, jetzt möchte ich aber auch gar nicht mehr weiter hin und her quatschen, außer nochmal so, schaut doch mal nicht nur auf dem Heiko-Spiegel-Kanal vorbei, sondern auch mal in der Videobeschreibung. Denn dort findet ihr Links und einen Code, nämlich Brocken10. Und es wäre sehr traumhaft von euch, wenn ihr doch mal im Gottsrätshop vorbeischaut. Und vielleicht findet ihr das ein oder andere, zum Beispiel so ein geiles T-Shirt oder eine Hose, was ihr dann erwerben möchtet. Und dann nutzt doch einfach mal meinen Code Brocken10. Das geht natürlich im ganzen Gigas Nutrition Shop. Ne? Da habt ihr auch alles Rabatt mit dem Code. Dann könnt ihr mich direkt unterstützen. Das wäre der absolute Hammer. Und ihr spart richtig gutes Geld auf richtig geile Produkte. Ja, ich will diese Klamotten echt nicht mehr missen, weil erstens die T-Shirts sitzen. Das sind endlich mal T-Shirts, die wirklich gut sitzen, von der Länge, ja, und auch so vom Stoff und alles. Man fühlt sich einfach wohl und auch die Hosen, das ist jetzt schon so die Alltagshose, für mich in Fleisch und Blut übergegangen. Also ich möchte eigentlich gar nichts anderes mehr anziehen. Aber auch wie gesagt die Subs und alle Sachen, die Taschen sind auch schick. Wie gesagt, schaut doch mal rein, vielleicht findet ihr was für euch. Und Code Brocken10 oder ihr benutzt den Code Brocken10, das ist meiner, oder den Code Dragonslayer, das ist der von Tenzel. Ja? Den dürft ihr auch gerne benutzen. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Sport. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, es könnte schon nächste Woche sein. Freut euch drauf. Bis dann.